Die Momente am Gipfel sind groß und gewaltig, aber was für eine Reise bis dorthin. Ich bin am Ende meiner Kräfte. So, jetzt gehen wir hier darüber. Schau. Jeder kämpft. Und irgendwann ist der Blick auf die Welt tatsächlich ein bisschen anders. Weiße Einsamkeit und Hüttenromantik. Am Ende rücken sie zusammen. Was bleibt, ist fettes Glück. Das ist einfach nur klasse. Was für eine Reise, was für ein Abenteuer. Ganz früh am Morgen unten im Tal, die Luft ist weich und klar. 4 Tage werden wir die Gruppe auf den Heilbronner Höhenweg in den Allgäuer Alpen begleiten. Ela, die Grafikdesignerin, Manu, die Betriebswirtin, Andy, den Feuerwehrmann und Tina, die Apothekerin, in ihren Erwartungen noch verhalten, morgens um 5. Draußen zu sein. Aha. Ja, nochmal in Schnee, jetzt um die Jahreszeit. Jeder muss schleppen, was er braucht. Bergführer Ecke Frick wiegt Elas Rucksack skeptisch. 14, das ist Zeug genug. 4 Kilo Essen dabei. Das sind die ganzen Würste. Und Getränke auch. Brot. Habt ihr denkt, wir verhungern da oben? So beginnt diese Tour im Gleichklang der Schritte. Noch einmal in den Winter tauchen, Grenzen spüren, diese Weite sehen. Und aus der Stille kriechen derweil die Gedanken über das, was sich jetzt vor ihnen auftürmt. Da müssen sie hin, irgendwie. Nach 8 Kilometern hinein ins Tal, die erste Pause. Wir essen uns jetzt leicht. Ela, Andy und Tina erleichtern ihren Rucksack um ein paar Eier und Würstel. Was jetzt kommt, hat's in sich. Und jetzt kommt ein bisschen die Schinderei über den Eselsweg hoch, unten im Wald. Da müssen wir jetzt den Sommerweg benutzen, da können wir wenig ausweichen. Und das geht jetzt einmal 200 Höhenmeter und dann wird's wieder schön nach oben, haben wir einen schönen Schnee. Jetzt sind wir auf 1200 Meter und müssen noch 800 Höhenmeter hoch zur Hütte. So, jetzt, prima. Gut. Es geht schon. So beginnt der Aufstieg. Es ist der Anfang einer unvergesslichen Tour. Die Felle unter den Ski haften am Boden und im Schnee. Und ganz langsam lassen sie den Frühling hinter sich. Schritt für Schritt. Wie geht's dir bis hierher? Anstrengend. Aber macht Spaß. Doch der Blick nach oben bleibt, ja, voller Respekt. Und da hoch, oder wie? Ja, jetzt geht's da über den Mooskopf rüber. Das ist im Prinzip die kritische Stelle in dem ganzen Aufstieg zur Rappenseehütte. Ihr seht, da sind die ganzen Lawinen schon runtergekommen, Gott sei Dank. Und wenn es da recht weich ist, dann musst du da rüber queren. Und das ist das Kritische im Ganzen. Die Höhenmeter entblättern eine fremde Welt nach und nach. Keine Menschenseele, kein Zeitgefühl. Jeder pirscht sich an, zu sich und nach oben, Meter für Meter. Menschen aus ganz unterschiedlichen Leben finden auf dieser Tour zusammen und verstummen gemeinsam. Das Gebirge macht kleinlaut, leise. Ohne all das könnten die beiden Bergführer Ecke und Markus nicht leben. Nein, die Berge ist für mich alles. Also es ist wirklich mein Leben. Markus begleitet uns, das Team. Manchmal stapfen wir drei der Gruppe kurzatmig voraus, oft trotten wir auch hinterher. Jawohl.
einen Schritt. So, jetzt warte schnell. Ela, die Grafikdesignerin aus München, ist fit, aber ungeübt, was solche Touren anbelangt. Nach 8 Stunden Aufstieg erreichen sie den ersten Gipfel dieser Tour. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Also ich dachte, ich hätte mehr Kondition. Jetzt brauche ich was zu trinken. Ich freue mich auf die Portion Spaghetti. Kühles Bier. Jetzt im Mai sind die Hütten noch unbewirtschaftet. Aber es gibt sogenannte Winterräume. Matratzenlager ohne Strom, ohne Wasser. Aber sie bieten Schutz und ein warmes Feuer. Wer sich hier oben bewegt, weiß sich zu helfen und lebt mit der Natur. Schnee schmelze für die Spaghetti am Abend. Und auch der Nusszopf kommt daher wie eine Offenbarung. Draußen versinkt der Winterraum in der Dämmerung. Das Tal, der Frühling, das Leben da unten ist weit weg. Aber die Bilder dieses Tages schwelen ganz dicht. Also so die letzten 100, 200 Höhenmeter, die waren echt furchtbar. Also furchtbar anstrengend. Also man ist da nur noch so mit sich und seinem Drama, seinem Rucksack, seinen Sorgen. Also die aktuellen Sorgen, die man da mit diesem Drama hat, dass man überhaupt ankommt. Ja, aber macht riesig Spaß und wenn man es geschafft hat, irgendwie ist es, also, ist es schon ein toller Moment. Sonst schaut man immer hoch und jetzt kann man halt runterschauen und auf die nächsten Berge für morgen hoch. Ganz toll. Am nächsten Morgen kippt der Himmel. Der eisige Wind zerrt an den Wolken und treibt die Gedanken um, aber ein Zurück gibt's nicht. Und so fädelt sich Manu zähneputzend ein in diesen neuen Tag. Auf zur nächsten Hütte. Geht's euch vom Tempo so? Gleich am Morgen sollte man das Pulver noch nicht verschießen. Sehr gut. An Tagen wie diesen ist Ecke besonders wachsam. Weil heute kann schnell mal ein Nebel reinkommen. Dann braucht man Orientierungspunkte. Dann kann man das GPS auch schon mitlaufen lassen. Das habe ich jetzt im Rucksack drin. Das zeichne mir jetzt unsere Tour auf. Und kann jederzeit wieder den gleichen Weg zurückfahren, falls jetzt ein Nebel reinkommt. Manchmal wird aus dem Gleichklang Taumel, aus dem Taumel Erschöpfung. Dann schwindet der Rhythmus, die Ruhe und jeder Schritt wiegt schwer und schwerer. An diesem Tag ist Ela auf halber Strecke völlig fertig. Die Ela macht das prima. Jetzt weiß ich, wie sich ein Hund an der Leine erfüllt. Die Gruppe sammelt sich in einer Art Adlerhorst, Ski ab, Pickel raus, Steigeisen an. Es wird richtig steil. Dort, wo sich im Sommer die Massen tummeln, hängen jetzt nur wir in der Steilwand. Ist aber jetzt nicht mehr für die, die so ein bisschen mit den Skiern spazieren gehen wollen, gell? Nein, das ist ja das am Heilbronner Höhenweg. Das Interessante. Es kommt natürlich auf die Verhältnisse an. Das kann nur weniger Eis haben, dann felsiger, dann wird es noch schwieriger. Jetzt war es schon okay. Für das nehmen wir ja Steigeisen und Pickel mit. Die Lässigkeit der Bergführer beruhigt, ein bisschen jedenfalls. Doch hoch muss jeder alleine. Kommen wir noch zum Eisklettern heute. Mit der Spitz. Hier stehen. Andy. Andy, der Feuerwehrmann, hat es als erster geschafft. Da werden am Hang ungeahnte Reserven entdeckt. Gut, Andy. Geht's dir? Anstrengend. Aber es geht, ja. Tina kommt gleich hinterher und kann ihr Glück da hoch oben kaum fassen. Wow. Fertig? Es ist einfach nur klasse. Und dann endlich der Lohn. Die Abfahrt zur nächsten Hütte, als würde man durch frisch geschlagene, unberührte Sahne fahren. Ja.
Im Winterraum der nächsten Hütte fällt sichtlich Ballast ab. 9 Stunden waren sie heute unterwegs. Und tatsächlich beginnt man zu verstehen, warum Menschen sich auf Skitour begeben. Weit ab vom Pistenzirkus, von Anton aus Tirol, von Menschenmassen. Das hat mit Ehrfurcht zu tun, mit Gemeinschaft und auch mit Stolz. Dieser Abend ist genau so ein Moment. Zur Feier des Tages kochen unsere 2 Bergführer dann gleich mehrere Gänge, Nudeln und Suppe. Speck. So das, was man auch unter dritten Romantik versteht. In dem Fall Winterraumromantik, ja. Genau. Wenn du sonst auf die Hütte kommst, im Sommer ist ja alles, wird ja gekocht und jetzt machen wir alles selber. Und dann schmeckt es, glaube ich, gerade nochmal so gut. Ja. Also, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf den schönen Aufstieg. Die beste Suppe, die ich je gegessen habe. Genau. Ela hat heute Spüldienst. Von oben rieselt später Aprilschnee. Also allein wollte ich jetzt hier nicht sein. Also man sieht kein oben mehr, kein unten mehr, kein vorne, kein hinten. Also alles, was dunkel ist, ist sichtbar und der Rest ist irgendwie so lost in space. Hab sogar geschlafen. Ein bisschen geschneit hat es heute Nacht, maximal 10 cm. Jetzt ist es noch ein bisschen bewölkt und neblig. Und dann würde ich sagen, laufen wir mal Richtung Steinscharte, große Steinscharte hoch am Vormittag. Mhm. Und wenn es mittags besser wird, gehen wir zum Hochrapperkopf. Hm? Der Morgen beginnt recht leichtfüßig. Schwächeln gibt's nicht. Und wer doch schwächelt, wird von der Gruppe mitgezogen. Die Bergführer besitzen ein außerordentlich psychologisches Geschick. Ganz selten wird eine Tour abgebrochen. Wer zurückfällt, wird behutsam wieder angetrieben. Jeder ist natürlich dann auch anders. Und dann sagst du halt einfach mal, Mensch, jetzt reißt dich zusammen, fließt nicht auch die Kurve oder du läufst, jetzt kommt nur ein Kürfle und dann noch ein Kürfchen und dann sind wir schon da. Na, und dann redest du wieder gut miteinander, nimmst du mal einen Arm, wenn sie richtig kurz vorm Ziel und wir müssen einfach weiter. Dann drückst du mal ein bisschen, knuddelst sie, na, und dann geht es schon wieder. Was ich mit den Spitzen oben, gell? Was ich, jetzt hast du eingekackt, Kopf hoch. So, jetzt gehen wir schön darüber. Schau. Diese Tour über den Heilbronner Höhenweg ist, ja, eine Gratwanderung. Der höchste Punkt gut 2600 Meter. Die beiden Bergführer Ecke und Markus flankieren die Gruppe mit ihrer Ruhe und Besonnenheit. Und auch wir, das Team, sind am Ende ganz leise geworden vor so viel Anmut und Größe der Berge. Da sind ganz viele Tritte drin, Barbara. Kannst du den Eisen vertrauen? Und so schleichen wir alle hinüber auf die andere Seite, langsam, bedächtig und mit dem sicheren Gefühl, den Dingen etwas näher gekommen zu sein. Ich habe zum ersten Mal erlebt, wie es ist, wenn der Akku wirklich aus ist. Ja. Aber es gibt keinen anderen Weg außer hoch, hoch, hoch. Ja. Und das ist halt so, aber die Erlebnisse, die da oben passiert sind, die sind so einmalig. Das sind so Bilder und auch so... Ja, emotionale Momente, das wird man, glaube ich, nie vergessen. Nein, vergessen wird das wohl niemand. Und die Strapazen der Aufstiege sind in diesem Moment, na was schon, Schnee von gestern.